Heute beim elektrischen Reporter Bildergeschichten, eine Russlandreise und Gesprochenes. Ich habe Sie erwartet. Ähnlich wie das Buch, das sich als E-Book und Reader versucht hübsch zu machen für das digitale Zeitalter, experimentiert das Comic herum mit neuen digitalen Inkarnationsvarianten, wie unser erster Beitrag zeigt. Comics einfach lesen, das ist Michael Scheuer irgendwann zu langweilig. Der Spieleentwickler will mehr als Bildergeschichten auf Papier. Seine Idee? Comics, die sich bewegen, so wie Filmbilder. Das Ergebnis seiner Arbeit ist der E-Comic NetWars. Eine echte Graphic Novel, aber digital. Mit Zusatzfeatures, die ein Papierheftchen nicht bieten kann. Zum Beispiel Musik und Sound, oder man kann die Möglichkeiten der Interaktion bieten oder auch Animationen. Und so kann man einen digitalen Comic in verschiedene Richtungen, sage ich mal, vom Print ausgehend weiterentwickeln. Bei NetWars geht es um Hackerkriege. Ein naheliegendes Thema für einen Digitalcomic. In NetWars gibt es 3D-Panels und Bilder, die sich erst nach und nach aufbauen. Drückt der Leser einen Infobutton, bekommt er Zusatzmaterial, um noch tiefer in die Geschichte einzutauchen. Und schließlich kann er sogar selbst mitkämpfen. Man hat dann von diesem Kraftwerk, was ein Wasserkraftwerk ist, einen Schaltplan und kann schrittweise die verschiedenen Turbinen dieses Wasserkraftwerks überlasten und ausschalten. Fast wie in einem Computerspiel also. Das soll vor allem die junge Generation der Comicleser ansprechen. Oder auch diejenigen, die noch gar keinen Bezug zur Comickultur haben. Kein Papier, Texte und Bilder, die nacheinander auftauchen. Und ein Leser, der mitmacht. Für Michael Grönewald vom Reprodukt Verlag ist das kein Comic, sondern ein Albtraum. Das ist halt irgendwie ein komischer Bastard, kein Comic, kein guter Zeichentrickfilm, kein Video, interaktives Videogame, sondern irgendwas dazwischen, was eben kreiert wurde, damit ein Comic auf dem E-Reader oder so spannender ist. Das finde ich relativ frustrierend eigentlich. Oder nicht spannend. Grönewald ist mit seiner Meinung nicht alleine. Für viele sind Comics immer noch Bücher, mit Seiten aus Papier. Und der Comicleser ist ein Sammler, der seine Zelluloseschätze am liebsten ins Regal stellt. So wie der Musikfan, den sich die Musikindustrie immer gewünscht hat. Bloß, dass im Zeitalter von MP3s und Musikstreaming schon lange niemand mehr der CD hinterher trauert. Und während man in Deutschland mal wieder der guten alten Zeit nachweint, ist man anderswo schon viel weiter. In Amerika verdient Marvel mit seiner Digitalsparte schon heute Geld. Amazon hat sich gerade den E-Comic-Verlag Comixology geschnappt. Und japanische Jugendliche lesen Mangas ganz selbstverständlich auf Handy oder Tablet. Aber auch in Europa tut sich etwas, jedoch eher abseits der Comic-Verlage. Zum Beispiel im Arte-Motion-Comic Professor Zyklop. Oder in der Wormwald-Saga von Daniel Liske. Und natürlich bei NetWars. Lars von Törne schreibt seit 14 Jahren über Comics und sagt, diese Vermischung des Comics mit anderen Medienarten ist gar nicht mal so neu. Superman, Mickey Mouse, Donald Duck, diese Figuren sind zum Teil erst im Comic aufgetaucht, Beispiel Superman, und dann über das Radio zu Filmfiguren geworden. Mickey Mouse und Donald Duck hingegen sind eben zuerst in Filmen, Trickfilmen aufgetaucht und dann zu Comicfiguren geworden, sodass hier in beide Richtungen der Austausch der Figuren stattgefunden hat und eben auch der Erzählform. So hat in der Geschichte mal der Comic was vom Film übernommen und mal der Film was vom Comic. Die Vermischung beider Formen hat also eine lange Tradition. Man denke nur an das Storyboard eines Films oder die zahlreichen Comic-Verfilmungen, mit denen Hollywood gerade viel Geld verdient. Neu sind aber die technischen Möglichkeiten des Erzählens im Zeitalter der Digitaltechnik. Comics müssen sich nicht länger auf Papier und Stift beschränken. Und Comic-Junkies müssen sich ihren Stoff nicht mehr in Comicläden und auf Flohmärkten besorgen,
sondern kommen auch über das Internet an jede Menge Nachschub. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er davon twittern. Doch bisweilen kann die Twitterei auch eine Reise vorzeitig beenden. Sogar eine politische Reise. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ja, mein Name ist Rebecca Harms. Ich bin deutsche grüne Abgeordnete im Europäischen Parlament. Ich bin auch Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen dort. Und wer meine Ideen verfolgen will, der kann mir auch auf Twitter folgen unter dem Namen Rep Harms. Der Anlass für meine Reise nach Moskau war ein Prozesstag in dem Verfahren gegen die ukrainische Pilotin Nadja Savchenko, eine ukrainische Soldatin, die dann nach Russland verbracht worden ist, übrigens gegen jedes Gesetz, die in Russland jetzt als Spionin vor Gericht steht und der vorgeworfen wird, dass sie für den Tod von russischen Journalisten verantwortlich ist. Ich bin nach Moskau geflogen. Da bin ich aber nicht über den Flughafen hinausgekommen, denn schon an der Passkontrolle hat mich eine Grenzschutzbeamtin rausgefischt und mir wurde dann ziemlich schnell klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber bis ganz zum Ende, also als mir dann wirklich erklärt wurde, dass ich eine unerwünschte Person sei, haben wir eigentlich immer noch gedacht, ich käme doch rein. Also in der Debatte zur Ukraine hilft mir wirklich, dass ich aus der Ukraine Meldungen bekomme, die ich ohne Twitter nicht so schnell haben würde. Und also ich habe da natürlich versucht, mir so ein Netz zu organisieren, auf das ich mich verlassen kann. Also dass ich da nicht immer wieder überprüfen muss, ob das Verrückte sind oder ob das Ernstzunehmende sind, die da twittern. Und es gibt Berichte in den Internetmedien, die würden alleine wegen der Sprachbarriere im Westen niemals ankommen. Und Twitter macht einfach die Mauer, ja, die zwischen dem Osten und dem Westen da liegen in Europa, niedriger oder lässt da mehr durch. Es gibt gerade für Nadja Savchenko, diese Pilotin, Initiativen über Stiftungen und über Politiker, deren Anwälte zu finanzieren. Das geht alles weiter, unabhängig von der Frage, ob ich nach Moskau darf oder nicht. Podcasting galt vielen Digitalorakeln einst als die Zukunft des gesprochenen Wortes im Netz. Doch Podcasting ist nie wirklich aus der Liebhaberecke herausgekommen. Und in die hinein schauen wir in unserem nächsten Beitrag. Was hat sie nicht alles probiert, um endlich einzuschlafen? Lesen, Musik hören, ja sogar Sport mitten in der Nacht. Doch geholfen hat Julia Franz all das nicht. Im Netz stieß die 18-Jährige dann auf den Einschlafen-Podcast. Hier kommt auf die Ohren, was dösig macht. Und endlich, es funktioniert. Was kann ich machen, damit ich besser einschlafen kann? Hab's mit Musik probiert, mit Autogym-Training und hat alles nichts gebracht. Und bin dann auf den Podcast gestoßen und dachte mir, hey, warum nicht, probierst du mal. Und hab das dann immer mal ausprobiert und es hat gut geklappt und so hat sich das jetzt so halt eingebürgert bei mir als Ritual. Ein Ritual auch für den Macher. Einmal in der Woche zieht sich Tobias Bayer zum Produzieren zurück. Aus dem Arbeitszimmer in seinem Haus in Karkenstorf, irgendwo südlich von Hamburg, wird dann ein Sprachstudio. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 305. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor. Bayers ursprüngliche Idee, Gute-Nacht-Geschichten für seine Töchter, falls er mal unterwegs ist. Ich habe mir dann also zu meinem Geburtstag vor 3,5 Jahren ein Mikrofon schenken lassen, so ein USB-Mikrofon. Und habe dann diese Kinderbücher aufgenommen und habe dann gedacht, eigentlich wäre es auch schön, die zu veröffentlichen. Podcasts gibt es seit rund 10 Jahren. Die Technik dahinter ist pfiffig. Beim Hörer besorgt eine Software automatisch die neuesten Folgen abonnierter Podcasts und schaufelt sie selbsttätig auf MP3-Player oder Smartphone.
Die Podcast-Freunde haben also immer neuen Hörstoff dabei, ohne die neuen Folgen mühsam von Hand herunterladen zu müssen. Und auf diese Weise behalten auch Podcasts, die unregelmäßig und selten veröffentlicht werden, ihr Publikum. Trotzdem, Podcasts sind ein mediales Nischenphänomen. Während Webvideos boomen, erreichen die selbstgemachten Hörsendungen nur ein überschaubares Publikum. Daran scheint sich auch nichts mehr zu ändern. Seit Jahren stagniert die Szene. Man bleibt unter sich. Was aber auch bedeutet, der Kontakt zwischen Machern und Hörern ist sehr viel persönlicher und direkter als etwa im Radiobereich. Ich habe zum Beispiel letztens eine Nachricht von einem Sanitäter der Bundeswehr bekommen, der im Kosovo-Einsatz ist oder war und dort halt abends, um runterzukommen, den Podcast gehört hat. Und das geht runter wie Öl und gibt mir wahnsinnig viel Motivation. Der eine flüstert seit Jahren Zehntausende in den Schlaf. Andere produzieren in ihrer Freizeit Podcasts, um ihre Emotionen zu verarbeiten, etwa nach einem Spiel des Lieblingsvereins. So wie die Berlinerin Stefanie Fiebrich. Nach dem Spiel ist es einfach so, dass man Gesprächsbedarf, man könnte auch sagen Therapiebedarf hat. Man muss einfach das ganze Spiel nochmal auswerten, rekapitulieren und irgendwie auch abgleichen mit anderen Leuten, ob die genauso gesehen haben. Textilvergehen nennt sich Stefanie Fiebrichs Podcast. Ein Name, der an das Zupfen und Zerren auf dem Fußballplatz erinnert. Dass sie damit kein Millionenpublikum erreicht, stört sie nicht. Im Gegenteil, mit ihren Hörern pflegt sie einen kumpelhaften Umgang. Die machen auch total nette Sachen. Die stehen dann plötzlich vor der Tür, klingeln und bringen einen Kasten Bier vorbei oder einen Kasten Mate oder sowas. Der mit dem Kasten Bier, das war er, Knut Appelt, Fan des Zweitligisten Union Berlin. Wenn der Elektromeister seine Touren fährt, ist das Textilvergehen oft dabei. Radiosendungen sind oder Radiobeiträge sind meistens auf 3-4 Minuten begrenzt. Und das ist sehr interessant, dass man eben mal eine Stunde, zwei oder anderthalb hören kann. Einfach so. Podcast-Sendungen dauern oft mehrere Stunden. Und sie bestehen häufig aus ungeschnittenen Gesprächen. Meist sind es Männer, die sich stundenlang beim Plaudern aufnehmen. Und oft geht es inhaltlich um Technik. Ihr hört CRE Technik, Kultur, Gesellschaft. Und das hier ist die 206. Ausgabe davon. Mein Name ist Tim Pritlove. Langstreckenläufer hören sich das beim Training an, Kurierfahrer und Lokführer bei der Arbeit und so mancher abends zum Einschlafen. Aus der Mediennische heraus werden es Podcasts so wohl nicht schaffen. Doch das ist auch egal, denn dort fühlen sie sich sehr wohl. Sie sprach so viel, dass ihre Zuhörer davon heiser wurden. Kurt Tucholsky. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.